Das Grundbuch, das im Mittelalter die Journale eines Jahres in Buchform, etwa im DIN A3 Querformat erfasste, liefert die Informationen zur Bearbeitung des Hauptbuchs. Dieses Hauptbuch umfasst im Mittelalter, gegliedert nach den Bereichen Vermögen, Schulden, Aufwendungen und Erträgen, alle Kontenblätter in Buchform. Setzen wir uns zunächst mit dem zentralen Element des Hauptbuches, dem Konto, auseinander. Das Konto hatte die Form eines T, daher der Begriff T-Konto. Im Rahmen der kaufmännischen Ausbildung wird diese Form des Kontos weiterhin benutzt. In der betrieblichen Praxis finden wir andere Formate, in der Regel in Tabellenform. Unbeschadet der Form der Darstellung hat das Konto einen Namen, zum Beispiel Bank, Forderung, Vorsteuer, Verbindlichkeiten oder Wareneinkauf. Auf der linken Seite werden grundsätzlich die Wertezuflüsse festgehalten. Traditionell wird diese Seite als Sollseite des Kontos bezeichnet. Auf der rechten Seite werden grundsätzlich die Werteabflüsse festgehalten. Traditionell wird diese Seite als Habenseite des Kontos bezeichnet. Auf der Sollseite und der Habenseite wird durch die Buchhaltung gemäß den Buchungssätzen im Grundbuch gebucht. Wollen Sie den Kontostand wissen, müssen Sie das Konto abschließen. Das bedeutet, Sie müssen die Summen der Wertezuflüsse und Werteabflüsse ermitteln. Da die Wertezuflüsse und Werteabflüsse immer im Gleichgewicht sein müssen, entsteht entweder auf der Sollseite oder auf der Habenseite eine Differenz, die wir zukünftig als Saldo des Kontos bezeichnen werden. Dieser Saldo ist der Kontostand. Schauen wir uns die Kontenmechanik einmal an Beispielen an. Betrachten wir einmal beispielhaft das Bankkonto. Nehmen wir an, dass durch Geschäftsvorfälle auf diesem Konto ein Wertezufluss in Höhe von 2.000 Euro und ein Werteabfluss in Höhe von 1.000 Euro erfolgte. Nun wollen Sie wissen, wie viel Geld Sie noch auf dem Bankkonto haben. Sie müssen hierzu das Konto abschließen. Dabei greifen Sie wieder auf Ihre Erkenntnis zurück, dass das Buchführungssystem immer im Gleichgewicht ist. Diese Erkenntnis bedeutet, dass bei Abschluss des Bankkontos die Summen der Wertezuflüsse den Summen der Werteabflüsse entsprechen müssen. Oder anders formuliert, die Summe der Sollseite entspricht der Summe der Habenseite. Dabei entsteht in Ihrem Fall eine Differenz in Höhe von 1.000 Euro auf der Habenseite, der Saldo. Sie haben also noch einen Kontobestand von 1.000 Euro auf dem Bankkonto. Betrachten wir im Weiteren noch einmal das Bankkonto, aber unter anderen Bedingungen. Nehmen wir an, dass durch Geschäftsvorfälle auf diesem Konto ein Wertezufluss in Höhe von 1.000 Euro und ein Werteabfluss in Höhe von 2.000 Euro erfolgte. Auch in diesem Fall wollen Sie wissen, wie viel Geld Sie noch auf dem Bankkonto haben. Hierzu müssen Sie das Konto abschließen. Sie nutzen wieder Ihre Erkenntnis, dass das Buchführungssystem immer im Gleichgewicht ist. Diese Erkenntnis bedeutet, dass bei Abschluss des Bankkontos die Summen der Wertezuflüsse den Summen der Werteabflüsse entsprechen müssen. Oder anders formuliert, die Summe der Sollseite entspricht der Summe der Habenseite. Dabei entsteht in Ihrem Fall eine Differenz in Höhe von 1.000 Euro auf der Sollseite, der Saldo. Dieser Fall ist etwas kompliziert und tritt in der Buchführung nur bei Bankkonten auf. Der Saldo auf der Sollseite bedeutet, dass Sie Ihr Konto um 1.000 Euro überzogen haben. Sie haben also noch einen Kontobestand von minus 1.000 Euro auf dem Bankkonto. Das bedeutet, dass Sie im Umfang von 1.000 Euro bei Ihrer Bank einen Kredit aufgenommen haben. Sie haben in Höhe des Saldos Schulden bei der Bank. In dieser Situation wechselt Ihr Bankkonto automatisch vom Vermögensbereich in den Schuldenbereich. Schauen wir uns nun einmal an, wie das System mit zwei Konten funktioniert. Wir betrachten die Konten Kasse und Bank. Nehmen wir einmal folgende Ausgangssituation an. Das Kassekonto weist durch Geschäftsvorfälle in der Vergangenheit Wertezuflüsse in Höhe von 2.000 und Werteabflüsse in Höhe von 1.000 Euro aus.
Das Bankkonto weist durch Geschäftsvorfälle in der Vergangenheit Wertezuflüsse in Höhe von 10.000 Euro aus. Sie befinden sich nun am Ende des Geschäftstages und haben die Kasse abzuschließen. Entsprechend unseren Erkenntnissen bilden Sie die Kontensummen und erhalten einen Saldo in Höhe von 1.000 Euro als Abschlusskassenbestand. Hierbei handelt es sich systembedingt um einen Werteabfluss. Dieser Betrag wird auf das Bankkonto eingezahlt. Damit haben Sie einen Wertezufluss auf dem Bankkonto in Höhe von 1.000 Euro. Dieser Transport erfolgt über einen Buchungssatz, denn es liegt ein Wertezufluss und ein Werteabfluss in derselben Höhe vor. In verkürzter Form lautet dieser Buchungssatz Bank an Kassekonto. Bei Anwendung derselben Systematik weist Ihr Bankkonto nun einen Saldo in Höhe von 11.000 Euro aus. Das Zuordnen von Konten zu den Bereichen der Buchführung dient der Übersichtlichkeit und verschafft Ihnen die Möglichkeit, zu jeder Zeit die Höhe und Struktur des Vermögens, der Schulden und im Leistungsbereich der Aufwendungen und Erträge festzustellen. Bisher haben Sie folgende Konten des Vermögensbereiches kennengelernt: Grundstücke, Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Forderungen, Vorsteuer, Bank und Kasse. Im Bereich der Schulden kennen Sie bereits folgende Konten: Geschäftseinlagen, Darlehen, Verbindlichkeiten und Umsatzsteuer. Von den Konten, die zu den Aufwendungen gehören, kennen Sie Wareneinkäufe, Lohnaufwand, Verpackungsaufwand, Mietaufwand, Instandsetzungsaufwand, Zinsaufwand, Energieaufwand und Büroaufwand. Von den Konten, die zu den Erträgen gehören, kennen Sie Warenverkäufe, Mieterträge, Zinserträge. Soweit zunächst einmal zu den Büchern der Buchführung. In den folgenden Abschnitten dieses Kurses werden das Grund- und das Hauptbuch im Mittelpunkt Ihrer Arbeit stehen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.